Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Freitag, den 13. Das wird interessant. Freitag, der 13. November, und was Sie hier sehen, soll nicht mein Haaransatz darstellen. Nein, wir haben gestern den schönen Rasen gezeigt, den man beim Wachsen zuschauen konnte. Der hat jetzt einen ordentlichen Brandfleck gekriegt. Also eigentlich brauchen wir gar keine Analyse machen. Das war fast wie bestellt, wenn wir drüber nachdenken, was wir gestern gesagt hatten, dass der DAX halt häufig, also eher, wenn er so stark fällt vorm Schluss, dass er dann meist nach oben gibt, aber dass er häufig mit solchen kurzfristigen Bewegungen vor 22 Uhr eben in die Irre treibt und dann in eine andere Richtung schreibt. Wir hatten gesagt, dass wenn er gleich früh in den ersten Stunden hier unter dem Niveau reinkommt, dass es sich dann so Stück für Stück einfach langsam runterhangeln könnte, bis im Bereich um 12, 13.000, 12.69. Was soll man da jetzt viele Worte verlieren halt, ne? Das war's. Oben nichts gemacht, unten nichts passiert. Wäre quasi das nun an der Reihe. Ja, von daher brauchen wir hier eigentlich jetzt bloß drüber sprechen, was passiert, wenn er es nicht macht. Wo geht er hin, wenn er es macht? Wenn er es macht, wenn er sich zum Freitag nun stabilisiert, ein bisschen hochdreht, wäre dann so erster Zielbereich knapp um die 13.1, ja, sag mal da 13.100, 13.115 vielleicht, ne, so, das wäre der erste Zielbereich, und gelingt es ihm dann später auch höher zu steigen, über die 13.150 zu steigen. Ich glaube, gerade wenn er das zum Nachmittag macht, muss man dann davon ausgehen, dass es uns den DAX bis 2.30, 2.80 sogar hochziehen kann. Ja, das heißt, in dem Moment, wo er sich zum Vormittag sehr, sehr, sehr weit hochstellt und zum Nachmittag weiter oben rausschiebt, sollte man ihm durchaus ein bisschen Lauf geben. Das kann im Zweifel sogar bis zu einem neuen Hoch führen. Also das darf man dann nicht unterschätzen halt, ne? Wenn der positiv ist, wenn der positiv. Sie sollen jetzt nicht unbedingt gleich long reingehen zum Freitag, ne? Insbesondere nicht, wenn er hier vielleicht unter der 12,69 rausarbeitet. Aber wenn er sich gut macht, das Potenzial ist da. Die Wochenkerze ist massiv grün. Das heißt, es gehen viele, die auf so einer Ebene traden und anlegen, auch investieren, große Summen investieren, ne? Wenn die auf großer Ebene reingehen, die nehmen diese grüne Wochenkerze als Signalkerze, um neue Positionen für die nächste Woche reinzukaufen. Und dann sagen die sich vielleicht auch zum Freitag schon, was soll's rein damit? Ja, warum erst bis Montag aufs Aufwärtsgap warten? Freitag rein. Wenn die sehen, dass ihnen die Schiffe hier davon schwimmen, oder wie man das nennt, die Pferdchen davon rennen, naja, irgendwie geht so das Sprichwort her. Da meine Schwierigkeiten, wie sie sicher schon mitgekriegt haben. Ja, sollte man auf jeden Fall, also man sollte hier oben aufpassen. Wenn es sich in dem Bereich rumdreht, hat er Potenziale abends hinten raus, oben raus zu beschleunigen. Sollte das aber nicht tun, und da muss ich wirklich sagen, liegt für mich eigentlich die Würze im Freitag, dem 13. Sollte das nicht tun und uns unter der 12,69 abhauen, wird es nämlich richtig interessant, weil wir ja unten im Tageschart eben die rote Kerze gekriegt haben. Von was haben wir gestern erzählt? Dass jetzt eine rote Kerze kommen könnte nach neun grünen Tageskerzen hintereinander, weil unser DAX halt einfach nicht immer so der Musterjunge ist, eben nicht immer der Vorzeige-Indiz ist, sondern eher zu der schwächeren Gruppe von Indizes gehört. Wir haben jetzt hier gesehen, schön Pullback von oben. Das ist für eine bullische Variante okay, wenn er zum Freitag oben rausarbeitet. Wenn der uns zum Freitag oben rausarbeitet, glauben Sie mal, da kommt zum Montag, Dienstag nochmal was nach oben hinterher. Das muss man auf dem Radar haben. Sollte der aber jetzt hier aus diesem Pullback sich verhaspeln, weil er einfach trottelig ist, weil es ein Idiot ist, der DAX, dann wird es nach unten sehr, sehr, sehr wackelig. Ne? Also unter 69 zum Freitag, der DAX eher gefährdet halt, ne? Ich weiß, mein Chart, der sieht hier momentan nicht schön aus. Das liegt aber einfach daran, dass die Bewegung so viel war, dass er hier so am Stück durchgeballert hat. Das hat ja echt vieles unschön zerlegt und verrückt. Das ist alles nicht so die Yellow from the Egg hier. Können hier zwar ein bisschen was rausnehmen, was überflüssig ist, aber Großen und Ganzen ist das unschön anzugucken. Aber was ich sagen will, also ist unterhalb von 69 ist schon ein bisschen Risiko. Das ist hier, guckst du das an halt, ne?
ist zu schnell gestiegen, der Vogel. Wenn er hier unten jetzt abrutscht, auch so unter den 900 wegrutscht, das ist im Zweifel, kann er hier drauf flatschen halt, ne? Auf den anderen Channel. Wenn er den Tageschannel nicht gehalten kriegt, kann er sich den holen. Da ist auch nicht mal irgendein gleitender Durchschnitt oder irgendwas dazwischen. Das sieht einfach nicht gut aus. Das heißt, in dem Moment, wo er nicht nach oben auftritt, muss man ihm ja Platz geben. Bis hier, wo der ganze Spaß anfängt, die ganze Soße hier, diese Monsterkerze, 47 bis 12,96. 12,47 bis 12,96. Da fängt der ganze Schwachsinn an. Ne? Beziehungsweise diese Impfmeldung nach oben, bäm, Katastrophe, 600 Punkte in 15 Minuten hoch. Das war ja doch erstaunlich. Da haben natürlich viele gekauft. Wenn die jetzt ihren Kurs wieder auf Einstand kriegen, kann das sein, dass die verteidigen, weil sie aufhören mussten zu kaufen. Weil sie hier gar nicht ihr Volumen alles reingekriegt haben, weil sie gemerkt haben, Mensch, scheiße, wenn wir jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen, steht der DAX bei 14.000. Dann schubsen sie uns direkt wieder zurück. Also man kann davon ausgehen, dass die Jungs, die hier so fett reingewuchtet haben, dass die dann nochmal anziehen. Ne? Deswegen im Bereich um 12,47 bis 12,96 bisschen feinfühlig agieren. Aber auch alles, was da nach drunter geht, echt 12,600, 12,94 dann die nächsten Ziele. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Deswegen, wenn er hier unten jetzt wegrutscht, rechnen sie damit, dass das ein bisschen schwieriger werden können. Noch dazu auf dem Freitag am 13., aber meistens sind das ja eher positivere Tage. Ne? Das hat man, weiß auch nicht warum. Wir oh, haben noch nie so richtig viele Freitage den 13. gesehen, wo es richtig nach unten geknallt hat. Also ist eher selten. Ja. Aber es steht und fällt hier oben im Bereich um 9,6, 12,69, 12,900. Fertig ist. Mehr brauchen wir nicht quatschen. Das ist alles. Ja, und dann gucken wir uns an, was er zum Freitag gemacht hat. Hat er die Hoch- oder die Runter-Variante gemacht? Gibt nur die eine oder die andere. Im Zweifel wäre ein Zurückseite auf 69 auch eher positiv. Ja, muss drunter, muss brechen, muss das kaputt machen, muss deutlich zeigen, dass er diese Tageskerze im Tageschart nicht nach oben aufdrehen möchte. Wenn da was Grünes hinterherkommt, dann war das Pullback und dann ab die Fahrt. Na, also ab die Luzi, dann drückt er sich hier durch. Ne? Das heißt, das ist wichtig jetzt. Das ist wirklich wichtig, was er zum Freitag macht. Das ist wirklich wichtig. So vom Bauchgefühl, weiß ich nicht. Nee, kann ich Ihnen nicht mal eine Intuition mitgeben? Habe keine. Ich mache es wirklich davon abhängig, was er hier im Bereich um 69 macht. Wahrscheinlich eiert er am Vormittag noch ein bisschen rum, macht die Leute alle kirre, macht sie verrückt, dass alle die da schon short rein sind, alle nochmal rausgehen und rollt dann erst zum Nachmittag los. Aber wenn der zum Vormittag positiv ist und dann hier oben zum Nachmittag auch weiter steigt, echt passen Sie auf, nicht dagegen stellen. Das wären eklige Trades. Das sitzt um 22 Uhr noch im Short drin, den man 16 Uhr angefangen hat oder 18 Uhr angefangen hat, wo man eigentlich nur 10, 20 Punkte haben wollte und dann sitzt man dann bis zum Schluss aus. So eine Tage, können eklig sein. Deswegen schön aufpassen, mappen Sie sich, machen Sie Zettel an Bildschirm, DAX über. Ne, kann man ruhig mal 16 Uhr dann drauf gucken, ist der DAX über 69 oder drunter. Da können Sie schon davon ausgehen, dass Sie die Richtung für die nächsten Minuten dann haben und Stunden. Gut, ich mach zu, mehr können wir ja gar nicht erzählen. Viel Erfolg, gutes Klingen, wir hören uns am Sonntagabend wieder. Bis dann, ciao.